Erster Abschnitt, allgemeine Vorschriften, Paragraph 1, Anwendungsbereich, Absatz 1. Dieser Staatsvertrag gilt für die Veranstaltung und Verbreitung von Rundfunk in Deutschland in einem dualen Rundfunksystem. Für Telemedien gelten nur der 4. bis 6. Abschnitt sowie Paragraph 20 Absatz 2. Zweiter Absatz. Soweit dieser Staatsvertrag keine andersweitigen Regelungen für die Veranstaltung und Verbreitung von Rundfunk enthält oder solche Regelungen zulässt, sind die für die jeweilige Rundfunkanstalt oder den jeweiligen privaten Veranstalter geltenden landesrechtlichen Vorschriften anzuwenden. Absatz 3. Für Fernsehveranstalter, sofern sie nicht bereits aufgrund der Niederlassung deutscher Rechtshoheit unterliegen, gelten dieser Staatsvertrag und die landesrechtlichen Vorschriften auch, wenn eine in Deutschland gelegene Satellitenbodenstation für die Aufwärtsstrecke genutzt wird. In einem Staat innerhalb des Geltungsbereichs der Richtlinie 89/552 EWG des Rates vom 3. Oktober 1989 zur Koordinierung bestimmter Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Ausübung der Fernsehtätigkeit. Absatz 1 L 298 vom 17. Oktober 1989, Seite 23. Zuletzt geändert durch Richtlinie 2007/65 EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2007 zur Ausübung der Fernsehtätigkeit, Absatz 1 L 298 vom 17. Oktober 1989, Seite 23. Zur Koordinierung bestimmter Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Ausübung der Fernsehtätigkeit, Absatz 1 L 332 vom 18. Dezember 2007, Seite 27, Richtlinie 89/552 EWG, ist deutsches Recht auch anwendbar bei der Nutzung einer Deutschland zugewiesenen Satellitenübertragungskapazität. Dies gilt nicht für Angebote, die erstens ausschließlich zum Empfang in Drittländern bestimmt sind, zweitens nicht unmittelbar oder mittelbar von der Allgemeinheit mit handelsüblichen Verbraucherendgeräten in einem Staat innerhalb des Geltungsbereichs der Richtlinie 89/552 EWG empfangen werden. Die Bestimmungen des ersten und dritten Abschnitts dieses Staatsvertrags gelten für Teleshopping-Kanäle, nur sofern dies ausdrücklich bestimmt ist.